Wir sind ein internationaler Konzern, daher ist die englische Sprache bei uns im Haus sehr wichtig. Wir haben auch Führungskreise auf Englisch, aber auch jeder Mitarbeiter, selbst in der Produktion, hilft ab und zu im Ausland aus und dafür ist die englische Sprache halt notwendig. Ich sag mal, was am Anfang bestimmt ganz viele irritiert hat, war, dass wir mit Englisch gestartet haben. Also auch bei den super Anfängerkursen, englischsprachige Trainer. Und das sind ja Muttersprachler, aber halt alles direkt auf Englisch. Das war für den einen oder anderen sicherlich auch schwierig, aber ich glaube, ja, zu 95% fand es die Leute top. Und ich glaube, das ist auch die richtige Vorgehensweise. Neben der Sprache sicherlich auch das Kulturelle. Dass man einfach auch ein bisschen sensibler drauf reagiert. Das eine ist Team, also einfach dieser Sympathiefaktor, der halt rüberspringen muss. Man war immer motiviert zu lernen und eben dieses Muttersprachliche, das hat geholfen. Ja. Wichtig für mich ist, dass Menschen lernen und wissbegierig sind, das, was angeboten wird, annehmen. Ich glaube, das ist der Unterschied zu einem Job von vor 20, 30 Jahren. Ich glaube, heute starten sie mit einem Job und dieser ändert sich regelmäßig und auch eine gewisse Veränderungsbereitschaft und Lernbereitschaft. Wenn sie das mitbringen, sind sie, glaube ich, auch sehr gut vorbereitet. Aber auch das Feedback von allen Mitarbeitern im Nachgang würden wir jederzeit wieder engagieren. Ich bin die Personalleiterin.